Willkommen zurück im Stadtgebiet der Gnome. Ich und Pippa, wir stehen hier immer noch vor der Taverne und wollen jetzt das Rhapsodiemalz holen. Was auch immer das sein mag. Ich hoffe, das ist auch hier drin. Ich habe es nämlich beim letzten Mal irgendwie nicht gefunden. Wer von euch könnte denn Rhapsodiemalz gedönt haben? Du vielleicht. Ich möchte ein wenig in eurem Wahn spielen. Ah, er hat. Sehr witzig. Das war ja... Okay, dann abgeben. Wo ist... hier. Da ist er, der Ragnar Donnerbräu. Mal abgeben. Und wenden. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Was haben wir denn beim letzten Mal alles angenommen? Wie verrückt. Die Wendigos erlegen. Tötet 10 Wendigos in Grafelsbau. Ihr könnt Wendigos oder junge Wendigos töten. Was noch? Gestohlene Vorräte. Berg 6 gestohlene Versorgungsgüter aus dem Grafelsbau. Okay, das ist in derselben Ecke. Zum Zusehen verdammt. Leitet Hauptmann Tarans Befehle an Gebirgsjäger Dunstan, Gebirgsjäger Levin und Gebirgsjäger Walgrum in Grafelsbau weiter. Okay. Ah ja. Einmal scharf umdrehen. Und dann muss das hier irgendwo sein, ne? Wer bist du? Jägerlehrer. Der Jägerlehrer. Das wird doch nicht da oben sein, ne? Nee. Machen wir hier lang. Da-da-da-da-da-da-da. Und ich soll hier irgendwelche Wendigos töten. Wie sehen denn bitte Wendigos aus? Wer bist denn du? Ach, das sind diese Schneejetis. Naja, okay, es sind keine Schneejetis, aber sieht aus wie ein Schneejeti, ne? Na gut. Ach Gott, 10 Stück! Na, da haben wir ja was zu tun, wa? Das lädt immer noch auf. Und dann müssen wir ja die Speer finden und irgendwelche was? Versorgungsgüter? Stehen die hier schon irgendwo? Okay. Werden wir ja finden. Ich freue mich auch. Ah, jetzt kommt da einer von hinten, ey. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich auch. Ja, aber nicht, dass da einer von hinten kommt. Ja, so ein bisschen freue ich mich ja inzwischen auf den Pandaren-Mist. Ich war da am Anfang irgendwie nicht so begeistert von, weil ich irgendwie finde, so kleine, süße, knuddelige Panda-Bären, also fand ich dann doch schon ein bisschen übertrieben für die Welt des Kriegshandwerks, ja. Ich fand so goldige, kleine Panda-Bärchen, die passen da nicht so besonders gut rein, aber gut. Und was ich auch ziemlich doof fand, dass sie dieses ganze, die Talentbäume, ja, so komplett wieder verändert haben. Ich habe da vorhin schon mal geguckt mit meinem Main. Ich habe ja wieder überhaupt keine Ahnung. Weil man darf gespannt sein. Ich werde mich dann wieder auf irgendwelchen Seiten schlau machen, wie ich da am besten skille, weil ich das sonst eh wieder nicht geregelt kriege. Und dann habe ich aber den Trailer gesehen für Mists of Pandaria und der hat mir ja hat mir schon gut gefallen, muss ich sagen. Also wie sie sich da irgendwie da kloppen, da Garrosh und weiß ich nicht wo, wahrscheinlich nach dem Überfall auf Terramore. Und dann taucht da dieses dieser Panda-Bär auf. Da, also das Video, das ist so typisch Blizzard. Das war wieder richtig geil gemacht. Ja. Und ja. Habe ich dann doch ein bisschen Lust drauf gekriegt. Schauen wir mal. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und ich will auch auf jeden Fall das Startgebiet machen. Mit euch zusammen, denke ich. Das ist jetzt ja hier so schon mal das Warm-up dafür. Das Warm-up der Startgebiete. Und was wir vielleicht auch machen, das weiß ich noch nicht. Dann werde ich euch mitnehmen. Wenn ich meinen Main dann von 85 auf 90 bringe. Mal gucken, ob ich mich da mitnehme. Weiß ich noch nicht.
So, was brauche ich denn hier jetzt eigentlich noch? Achso, diese Versorgungsgüter, was ist das? Ah ja, das sieht gut aus. Das nehmen wir mit. Und da lädt es gerade fleißig. Ich sehe es auch schon blinkern, aber es geht, ne? Also man sieht ja hier gerade, es lädt. Aber es leckt jetzt heute nicht allzu sehr. Ist ja auch mal schön. Ist ja auch nicht immer lecken. Reicht ja, wenn Minecraft total leer ist. Obwohl, ich finde, es geht. Also ich finde es nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Und ich habe jetzt nicht irgendwie da Optifine drin oder so. Also ich bin zufrieden. Es leckt ab und zu mal. Das tut's bei allen. Also reg ich mich nicht auf. Nein, nein. So, ich bin hier total abgelenkt. Was brauche ich denn jetzt noch? Treiber. Huch. Abgebrochen. Ja, das ist Schwätzen und Spielen und Kämpfen und alles gleichzeitig. Jo, Stufe 8. Stufe 8. Wieder nichts gekriegt. Och nein. Gibt's das jetzt gar nicht mehr, dass man hier was kriegt oder was? Das finde ich aber doof. Das ist ja... Ach, nicht dreimal die zwei. Also dass man Spells bekommen hat beim Aufsteigen, das war ja immer irgendwie, ja, die Hauptsucht für mich jedenfalls. Also wenn das jetzt hier alles weg ist, das finde ich dann aber... Ach, Menno. Weiß ich nicht. Das finde ich dann aber doof. So, komm, ich brauche noch was? Zwei gestohlene Versorgungsgüter? Muss ich jetzt hier elendtief in diese Kackhöhle rein, oder was? Hm, gut, da vorne ist noch eins, und dann gehe ich mal zurück. Weil, ne, Höhlen und so, finde ich dann immer nicht so toll. Da könnte ich auch mal hier so ein Versorgungsgut droppen, der Gute, ne? Toll, ich muss in die Höhle. Ach, ist das doof. Na gut, in die Höhle. Plop. Was ist das? Nix. Gut. Okay, die haben wir auch. Was geht euch durch? Hauptmann Taran möchte, dass ihr ein... Was? Eure ferngesteuerten Überwachungsbots einsetzt und euch nach Karanos zurückzieht. Bleibt sauber. Okay. Das macht er auch prompt, ne? Das ist ja nett von ihm. Da hinten sehe ich doch schon wieder was Grünes. Das könnte der dritte... Ne, der zweite sein. Ja, dann zieh dich doch auch zurück, Dunstan. Jetzt bleibt er da stehen, ne? Das ist ja doof. Na ja, dann bleib halt da stehen. Mach doch, was du willst. Mach ja sowieso. Das ist Levin. Was kann ich für euch tun? Ja, du sollst dich auch zurückziehen. Eure Reise sicher sein. Da. Ja, cool, dann haben wir es ja gleich. Welchen brauchen wir noch? Walgrum, okay. Walgrum? Ja, die wollen, dass ich hier richtig tief rein muss, oder? Kann das sein? Oh Mann, ey. Wo geht's denn hier lang? Sackgasse. Dann... die Kurve. Dann... Gehe ich jetzt wieder zum Ausgang? Warte mal, von da bin ich gekommen, ne? Ja, da muss ich da lang, ne? Ach, ich sag ja, ich verliere hier die Orientierung. Ich verliere die Orientierung. Hui. Der war ja mal schnell down. Oh, wenn der dritte jetzt ganz hinten steht, ne? Das ist das aber echt gemein. Nein! Huch, da ist einer. Da ist einer und sagt kein Wort. So. Und oben. Und jetzt da zu dem dritten. Und jetzt fällt mich hier einer an. Oh, die Stimme ist wieder dran. Schön, euch zu sehen. Bleibt auf dem Boden. Fertig. Ich muss jetzt den ganzen blöden Weg zurück, ne?
Na gut. Dann fröhliche Flatschen. La 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 la. Okay, von da bin ich gekommen mit meinem Werkern und Belben Fluffy. Na, geh weiter. Na, komm ich da vorbei? Greif mich ja nicht an. Doch, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Ich bin so ein kleiner Gnom, ey. Und ich habe so einen großen Akku-Bereich hier. Das gibt es doch gar nicht. Huch, da kommt der nächste. Aber ich kann den Ausgang schon sehen. Okay, lass mich in Frieden. Lass mich durch. Lass mich durch. Huch. Uah. Steht er direkt hinter der Mauer. Hinter dem Fels. Ja, behalte deinen blöden Frostatem für dich mal. Jetzt muss ich mich hier echt komplett wieder durchprügeln. Oh. Selbst schuld. Habt ihr gesagt, lass mich durch. New. Okay, schon mal gucken, welche. So zeigt er noch nicht an. Nee. Jetzt aber, ne? Ja. Okay. Gehen wir mal hier vorsichtig so ein bisschen hier, ne? Oh, wie angerannt kommt, ey. Flitzen können sie ja, ne? Ja, da kommt der nächste. Okay, gut. Kein Loot? Dann nicht. Mal gucken, dass ich hier ein bisschen unbeschadet jetzt rauskomme. Ich will jetzt nicht dauernd wieder alles umprügeln. Ich kann hier so und dann... Hui, runter. Ja. Nicht so. Nee, komm hier nicht hoch. Mach ich das Scheiße. Scheiße, Dreck, Mist. Nee. Dann eben hier lang. Komm ich jetzt hier wenigstens hoch? Auch nicht. Na komm. Ach, nur echt. Von oben dran. So, lauf, Baby, lauf, Baby, lauf, lauf, lauf. Ach, und zurück. Und wieder drei Quests geschafft. Cool. So, da sind wir. Abgeben tue ich mit euch beim nächsten Mal. Die Zeit ist um und bis dahin sage ich Tschüssikowski.